Und damit willkommen zurück zu 8-Bit Armies im Live-Let's Play. Das Stahlgedränge erwartet uns. In zwei vorherigen Siegen haben ungewollte auf... ihre zwei vorherigen Siege haben ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Unsere Aufklärer melden einen bevorstehenden Gegenangriff an diesem Ort an, darunter mehrere Panzer. Die Truppen unterstehen ihrem Befehl. Der Nachschub des Feindes ist begrenzt. Wenn sie mehr als 15 Minuten durchhalten, wird er sich wahrscheinlich zurückziehen. 15 Minuten am Leben bleiben? Oder man kann auch gegen das Hauptquartier zerstören. Das ist wahrscheinlich eher so ein Ziel, was ich eher schaffen könnte. Das geht nicht, Hauptquartier zu zerstören in der 15. Ja, mal gucken. Es ist ja noch absolut nichts gesagt. Wir sind jetzt unten rechts. Oh, okay. Yes, Commander. Gibt's wieder Kisten? Ich sehe zumindest keine gerade. Dann ist Feuer schon offensichtlich auch. Sind Feuer schon zu sehen. Constructing. Wir haben einiges an Energie von Anfang an. Boah, ja, einiges, okay. Kann ich mich ein bisschen ausbreiten. Wir haben die Sammler freigeschaltet, sehr schön. Refinery complete. War das nicht? Constructing. Oh Gott. Ready for orders. Right on. Oh. Panzer tun dezent weh, muss ich sagen. Machine Gun Turret under attack. Ach, was du nicht sagst. Machine Gun Turret destroyed. Ach, was du nicht sagst. Refinery complete. Constructing. Ja, das könnte ein bisschen ekliger werden. Aber nur ein bisschen. Barracks complete. Constructing. Zumindest habe ich meine Raffinerien schon. Locked and loaded. Motor pool complete. So, wir machen mal 10 Sammler, das sollte reichen. Massig von denen würde auch ultra gut helfen. Oh, ich gehe einfach mal auf massiv auf Infanterie wieder. Ja, warum nicht? Machine Gun Turret under attack. Moving. Reparieren. Barracks complete. Constructing. Machine Gun Turret under attack. Gut, geh mal dahin. Geh mal da. Nee, das da. Load 'em up. Reporting. Barracks complete. Ja, mir geht erstmal. I'm waiting. Heavy load. Du, geh mal runter. Geh mal dahin. Yes. Coming through. Machine guns ready. Okay, mal dahin. Commander. Noch eine Kaserne. Constructing. Gehen wir mal daran. Ich glaube, 3 ist so ein relatives Optimum. 3 pro Raffinerie. Barracks complete. Das Problem ist nur allerdings, dass die Raffinerien irgendwann leer gehen. Machine Gun Turret under attack. Machine Gun Turret under attack. Yeah. Repairing. Constructing. Wir bauen einfach gepanzerte Fahrzeuge und Infanterie. Engines ready. Yeah. Motor pool complete. 25% hat mir das erste gegeben, aber das ist, nur das erste geht halt einen massiven Bonus. Je mehr man baut, desto weniger bringt das der Boni was. Constructing.
Dass die bis jetzt noch nicht wieder mit Panzern ankamen, das wundert mich. Machine Gun Turret under attack. Ach echt, was du nicht sagst. Machine Gun Turret complete. Constructing. Machine Gun Turret complete. Und ich will den da reparieren. Repairing. Constructing. Haben wir doch schon eine kleine... Komm. On the way. Wird schon schief gehen. Einfach Angriffsmove dahin. Und das Interessante ist ja wirklich, dass sie dir versuchen, die Straße zu benutzen auch. Machine Gun Turret. Einfach weil sie darauf schneller laufen. Machine Gun Turret. Okay, du ist vielleicht doch noch ein bisschen zu laut, sehe ich gerade. Wir können die Musik etwas lauter werden. Ja, so ist es okay. Brauche ich nicht schreien, wenn die... Ja, danke. Ist nämlich nicht mehr so... in den Ohren. Ich schaff das vielleicht sogar unter 10 Minuten. Alter. Ich weiß ganz genau, wenn ich auch schwer umstelle, dass ich dann höchstwahrscheinlich total verkacken werde. Von daher lassen wir es auf normal. Okay, das sind einige. Okay, ich gehe mir auf Fuhrpark. Jetzt sind wir bei 4,21 Sekunden. Oder 4 Sekunden und... ja, doch. Komm mal, ist doch schon richtig. Dass das so viel davon da ist, das habe ich nicht erwartet. 3,16. Motor pool complete. 2,37. Constructing. Oh ne, war da keine Energie dann mehr. Das wäre nicht vorteilhaft. Ready for orders. Fire! We got them. Hit and run. We'll get there first. We'll find them. Of course. Right on. Scouting ahead. Strom. Power plant complete. Ready to run. Die laufen einfach nur rein, ey. Going. Moving. On the way. Okay. Ja, vielleicht hätte ich beim ersten Angriff länger warten sollen. Dann hätte es vielleicht auch mehr gebracht. Irgendwie müssen doch ihre Energie haben da hinten. Motor pool complete. Standing by. Ready for orders. I'm waiting. Right on. Gotcha. Right now. Ja, der Panzer hält sehr viel aus. Engine's ready.
So, ihr fahrt auch immer mal durch. Weg mit der Energie. Ah, ich kann einfach aufs Hauptquartier gehen. Oh, ja gut. Cool. Sogar das Goldziel geschafft. Sehr schön. Sehr schön. War doch etwas knapper als gedacht. Cool. Ja, bei sowas kann ich höchstwahrscheinlich das Goldziel kriegen oder das Silberziel. Und dann damit haben wir jetzt ein Kraftwerk freigeschaltet. Und zwei Verteidigungsgebäude am Anfang. Zusätzlich noch ein Ingenieur und Ingenieure selbst haben wir freigeschaltet und das Tech-Labor. Sehr schön, das war's dann mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir hören uns bei der Reifenpanne wieder. Bis dahin, Chirio. Und damit willkommen zurück zu 8-Bit Armies im Live-Let's Play. Die Reifenpanne. Commander, uns bietet sich eine Gelegenheit. Wir haben mehrere Fuhrparks lokalisiert, in denen sich Pläne zum Umbau von Panzern befinden. Wenn wir diese in die Finger kriegen, können wir unsere Fabrik umbauen, um auch Panzer herzustellen. Es muss nicht alles zerstört werden. Konzentrieren Sie sich auf die Fuhrparks. Keine Infanterieausbildung ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wenn ich einfach nur auf die Fahrzeuge gehe. Keine Infanterieausbildung. Ja, doch. Geht da oben. Der Ingenieur ist sehr gut. Einheiten in seinem Umfeld repariert. Und zwar sämtliche Einheiten, egal ob Infanterie oder Fahrzeuge oder Flugeinheiten. Ja, okay, da habe ich schon eine. Dann einmal hier nach vorne. Es gibt drei gelbe. Okay, man sieht jetzt oben rechts, was es gibt. So, ich muss trotzdem eine Kaserne bauen, aber ich sollte keine Einheiten darin ausbilden. So ein Ingenieur braucht nämlich auch noch ein Tech-Labor. Aber wir gehen einfach nur auf gepanzerte Fahrzeuge. Das heißt, wir brauchen da nicht mal... ein Tech-Labor bauen. Hey, was wollen wir mit Ingenieuren? Ingenieure würden das Silberziel kaputt machen. Ja, machen wir erstmal 5 Sammler und dann bauen wir einfach nur Fahrzeuge. Oh, warte mal. So, jetzt. Da kommen sie schon an. Nein. Ich werde das ein bisschen verändern. So. Meine Verteidigung hier oben. Die sehen sie nämlich nicht hier oben. Da können sie nicht hingucken. Natürlich haben sie den schon. Ja, Gott. Ja, ist mir bewusst. Versuche ja gerade was dagegen zu machen. Oh, soll ich vielleicht auch da unten mal machen? Frage, kann ich bis hier? Kann ich nicht, okay. Fuhrpark, dahin mal bitte. Dann sollte ich von der Reichweite auch hier hinbauen können. Hoffentlich. Und drei. Ah ja.
Ernsthaft, Panzer? Talk to me. Ready for order. Ist nicht schön. Reparieren. Ich konnte aber einiges von denen an. Ach du Scheiße. Oh, Strom. Ich glaube, hier drin brauche ich die jetzt nicht unbedingt. Hey. Power plant complete. Du bist mal mein Hauptding jetzt. Motor pool complete. Constructing. Unterziehen. Gotcha. Of course. Ja, dann zerstört die mal kurz da. Motor pool complete. Ich wollte gerade fragen, habe ich jetzt noch einen? Nee, aber es war schon vorher da. Engines ready. Ja, die sehen sie jetzt da oben nicht. Die brauchen erst eine Sicht drauf. Was sehr nervig sein kann, aber auch für mich jetzt ein Vorteil. Wieso? Gehen die jetzt auf 1 runter? Okay, das war seltsam. Motor pool complete. Harvester under attack. Constructing. 1,77. Na, geht schon echt schnell. Und wie gesagt, eine Sekunde ist das Minimum, was man haben kann. Bei jedem Fahrzeug. Motor pool complete. Ich glaube noch eins oder maximal zwei. Einer sollte sogar eher sein. Constructing. Yeah. Right on. Talk to me. Alle sechs. Ach, die sind. Ah, Mann, die werden markiert auf der Map. Motor pool complete. Ready for orders. Harvester under attack. Geh ich mal. Ach so, geht da gar nicht rein. Oh. We'll find him. Of course. Right on. Scouting ahead. Na, jetzt habe ich das gleiche Problem. Ich sehe das da oben einfach nicht. Aber sobald eine Einheit in der Nähe ist und die das sieht, schaffe ich es natürlich. Das sind wunderschöne Geräusche. So, ihr geht mal da oben hin. Viel Spaß. Engines ready. We'll get there first. We'll find them. Weg mit der Energie erstmal. Danke. Ich muss die nicht mal besiegen, ne? Ja, egal. Ich zerstöre das auch hier trotzdem. So. Na dann. Dahin. Jetzt so viele von denen.
Da können sie nichts mehr machen. Und wenn sie was machen können, dann, ja, gut. Da habe ich's verdient. Komm, einfach reinfahren, einfach das Ziel kriegen. Damit. Und da oben ist das nächste. GG. Mission complete. Victory. Dankeschön. Sehr schön. Damit haben wir dann auch die Panzer freigeschaltet. Raketeninfanterie kriegen wir von Anfang an. Wir kriegen sogar einen Fuhrpark von Anfang an. Zwei Panzer. Nice. Ja, und somit könnte man jetzt zum Beispiel die ersten... Ich werde das sogar jetzt einfach machen. Ja, aber außerhalb, ne, außerhalb der Aufnahme. Ihr werdet einfach dann diese Sterne sehen. Ich meine, was verpasst man, außer dass ich jetzt zu den Gegnern gehe, sie zerstöre und fertig. Ne? Nichts. Gut. Aber das war's mit der Reifenbande. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst noch ein Like da und wir hören uns in der nächsten Folge dann bei der Rostlobe wieder. Bis dahin. Cheerio.